Hallo und herzlich willkommen bei Instalot. Ich bin Marie und heute geht es darum, parapsychologisch erklärt, warum Chris Watts Dämonen gesehen hat oder warum er vorgibt, welche gesehen zu haben. Viel Spaß! Mir ist letztens irgendwie so eingefallen, ich habe gerade das Buch von Walter von Lukadu gelesen und ich dachte mir so, kenne ich irgendwelche Fälle, bei denen man so Gestaltenwahrnehmung hatte? Und dann ist mir eingefallen, naja klar, Chris Watts, der hat ja mal vorgegeben, dass er ja von Dämonen gesteuert gewesen ist und nur deswegen das gemacht hat. Da habe ich ein bisschen recherchiert und bin direkt auf eine Sache gestoßen, die ich total faszinierend fand. Bei Shailene Cadel hat das ja gesagt, dass er geschrieben hätte, dass er sich wie von Dämonen besetzt gefühlt hat und dass er sie gesehen hat und dass er sie auch im Gefängnisbett gesehen hat, seine Großeltern mit roten Augen und so, also so richtig so Bilderbuch-Halluzinationen, wie man sie so kennt. Und da habe ich recherchiert auf Reddit und da hat einer gesagt, ja, da hat die Shailene auch mit der Jamie geschrieben, mit der Schwester von Chris Watts, und die Jamie hat gesagt, dass es totaler Quark ist, dass er das nur gesagt hat, damit seine Strafe milder ausfällt. Ja, richtiges A-Loch-Verhalten. Wenn du Kacke baust, dann steh auch dazu. Schieb das jetzt nicht auf irgendwelche unschuldigen Dämonen. Nee, so meine ich das nicht. Aber das ist halt einfach eine Ausrede gewesen, um sich der Verantwortung zu entziehen. Was auf ein kindliches Verhalten schließt. Das wissen wir aber schon. Das ist natürlich eine harte Nummer. Kann ich mir auch eher so vorstellen, dass es so gewesen ist. Aber lassen wir das jetzt mal außen vor, was jetzt Jamie gesagt hat, weil das ist ja immer alles nur Hören, Sagen und das ist immer so schwierig, dann über jemanden zu reden. Aber ich würde auch gar keine Befundvideos machen, wenn jetzt Chris Watts wirklich mein Patient, also mein Klient wäre, sagt man ja dazu. Wenn er mein Klient wäre, dann dürfte ich das ja auch gar nicht. Deswegen Glück, 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 Glück im Unglück, dass wir dann darüber reden können. Ich finde, also es gibt schon Leute, die sagen, dass sie besessen sind. Es gibt ja tatsächlich auch sehr, sehr christliche Leute, die dann sagen, ich brauche einen Exorzismus. Also Exorzismus hat ja dann eher was mit Religion zu tun und diese Teufelsaustreibung, allein schon der Begriff Teufel oder Dämonen sind ja also gefallene Engel und ich tue mich halt relativ schwer zu sagen, jetzt bei so parapsychologischen Dingen oder spirituellen Dingen, wenn es dann heißt, ich spreche mit Geistern. Einerseits sagt man, man darf nicht mit Geistern sprechen und wenn die Geister ins Licht gegangen sind, also die Seelen, sind sie auch gar nicht mehr greifbar. Die man greifen kann, das sind gefallene Engel, die dürfen nicht nach oben, das sind so Dämonen. Und die versuchen dich aber auch auf die negative Seite zu ziehen. Und ich denke mir so, aber wo ist denn dann Gott? Das heißt, dass der Teufel ja dann hier bei mir ist. So, weil hier sind ja Dämonen, wo Dämonen sind, muss doch auch ein Teufel sein. Und wer beschützt mich denn jetzt eigentlich? Oder ist es wieder eine Aufgabe von Gott, dass ich jetzt gucken muss, dass ich mich beweisen muss, nicht auf die negative Seite zu gehen? Aber was überzeugt mich denn, auf die negative Seite zu gehen, wenn diese Dämonen, die sich mir zeigen, rote Augen haben und böse sind? Das ist so alles so ein Paradoxum für mich. Ich verstehe das gar nicht, wie das jetzt gemeint ist. Also sprechen wir dann eigentlich ausschließlich mit Dämonen, aber es gibt so viele spirituelle Menschen, die dann schon mit guten Geistern reden oder auch die Toten hervorrufen können. In der Parapsychologie lässt sich das so erklären, dass es nicht möglich ist, aber wir schließen gar nichts aus. Also wir sagen nicht, dass du kein Recht hast oder dass deine Oma nicht mit Geistern reden kann, das sagen wir auch nicht. Wir versuchen es nur anders zu erklären, zwar ein bisschen wissenschaftlich, damit wir was greifbar haben, weil wir müssen immer irgendwas in der Hand haben und es sonst verstehen. Deswegen, wenn Chris Watts sagt, glaube ich das dann eher, dass er das tatsächlich meinte so, ich war verrückt, würde in Deutschland tatsächlich funktionieren. Also wenn du dann ein psychiatrisches, so ein Befund hast und der dir dann wirklich diagnostiziert, dass du komplett verrückt bist und eine Schizophrenie hast, weil wenn du sagst, du siehst Dämonen, in der Medizin ist es dann tatsächlich so, das sind Halluzinationen, die können aber auch
audio, visuell, taktil. Es gibt viele Arten, körperbezogen, eine Leibhalluzination, das kann alles sein. Schließt man auf eine Schizophrenie. Also man kann jetzt nicht zu 100% mit dem CT herausfinden, ob du eine Schizophrenie hast. Das gibt auch eine andere Art, die findest du jetzt so nicht. Aber eigentlich ist das schon ganz sicher, dass man sagen kann, okay, ab zum CT, mal gucken. Ich glaube, bei ihm gab es schon genug Tests. Bei ihm gab es auch einen IQ-Test und einen psychiatrischen Test. Er ist bei vollem Bewusstsein, er hat nichts. Aber eigentlich, wenn man sagt, man hat Dämonen, dann kann man sagen, ey, der ist schizophren, der kann nicht voll verurteilt werden. Das wäre jetzt so in Deutschland, da kennt ihr bestimmt einige Fälle, auch wenn ihr Alkohol getrunken habt, dann kommen die irgendwie besser weg, als wenn es dann heißt, der war bei vollem Verstand. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Genau. Er hat ja irgendwie auch viele Brieffreunde, Chris Watts. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe ihn mal gefragt und er hat gesagt, er schreibt gar nicht mit so vielen. Ne? Also wie gesagt, also ich schreibe wegen einer Arbeit mit Chris Watts. Das hat was mit der forensischen Psychiatrie zu tun. Deswegen schreibe ich ihm. Habe ihm das aber auch gesagt und das ist in Ordnung für ihn. Keine Ahnung. Also ich weiß auch gar nicht. Also ich werde das, wenn ich das jetzt in einem Buch dann zusammenfassen werde, jetzt schon einige Dinge jetzt so erwähnen, aber ich werde nichts von den Briefen komplett vorlesen, weil ich, erstens, es ist ethisch nicht in Ordnung, dann zählt die Goldwater-Regelung, man kann nicht einfach irgendwelche Befunde machen über irgendwelche Leute, bloß weil sie in der Öffentlichkeit sind, zwangsläufig. Außerdem ist es, finde ich persönlich, immer ein bisschen verfälscht, so ein Befund oder irgendwas Psychologisches, Psychiatrisches, Forensisches zu machen über jemanden, den man nur aus den Medien kennt. Deswegen habe ich versucht, auf dem schriftlichen Weg da irgendwie Sachen rauszufinden, warum, weshalb, wieso. Bin aber, wie gesagt, zu dem Entschluss gekommen, dass mit ihm eigentlich psychisch jetzt nicht so viel verkehrt ist, leider. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er ein Psychopath ist, weil die Leute sagen es immer relativ schnell. Du bist ein Psychopath oder ein Psychologe und Psychologe, ein Psychopath oder ein Soziopath. Ja, das passt. Die sind da immer sehr locker flockig mit dieser Aussage. Aber wenn ihr überhaupt wissen würdet, wie wenig Prozent der Menschen wirkliche Psychopathen, also Geborene oder Soziopathen, gemachte Soziopathen sind, dann würdet ihr das gar nicht mehr so sagen, weil meistens ist es nämlich gar nicht so. Meistens ist es einfach nur sowas wie eine Art Meltdown. Und auf alle Fälle, eine Brieffreundin hat da mit ihm geschrieben damals und die hatte gesagt, Chris hat gesagt, dass er das Gefühl hat, dass ein böser Geist von ihm Besitz ergriffen hat. Dass er das Gefühl hatte, dass jemand physisch seine Hand genommen hat und ihn dazu gebracht hat, seine Frau und seine Kinder zu erwürgen. Da wären wir wieder beim Thema kindliches Verhalten und Verantwortung übernehmen für etwas. Ich weiß nicht, also wenn das stimmt, was Jamie gesagt hat, dann hat er wirklich versucht, irgendwie auf Unfähigkeit irgendwie so zu plädieren, dass er halt einfach unzurechnungsfähig ist. Etwas in der Hinsicht, was halt wirklich eine wahnsinnige Enttäuschung an der Person wäre. Weil erstmal baut man Kacke und dann steht man nicht dazu. Ist halt wirklich die unterste, das unterste Charakterding, was man sich so vorstellen kann. Wenn Chris mit mir über Shanann spricht, sagt er, wie toll sie war und wie sehr er sie geliebt hat. Chris fühlt sich, als hätte er einen Bruch in der Realität gehabt, als wäre er übergeschnappt, als wäre er von einem Dämon besessen gewesen. Da könnte man tatsächlich, weil viele hatten ja die Vermutung gehabt, dass er vielleicht irgendwie so eine Art Autismus-Spektrum-Störung hätte, sowas wie ein Asperger, würde auch den hohen IQ erklären. Da hat ja auch jemand gemeint, so er hat keinen hohen IQ, wie das sein kann, dass ich mir einbilde, sowas zu sagen über ihn, das wäre ja voll die Beleidigung. Also wie gesagt, das war jetzt nicht ich, das haben andere, also ich habe jetzt keinen IQ-Test bei ihm gemacht, ich habe nur die Akten. Und die Akten da, die kriegt man im Internet. Also ein bisschen recherchieren, dann würde man wissen, dass das nicht ich war, sondern dass jemand anders das gesagt hat. Ich habe ihm noch keinen IQ-Test zugeschickt und hätte auch gar kein Interesse, den auszuwerten. Und ich entferne mich auch von jeglichen Beleidigungen vulgärer Art, egal was jemand gemacht hat, weil was wäre ich für eine Therapeutin, wenn ich nicht versuchen würde, mein Eid zu halten, jedes Leben zählt. Trauerbewältigung ist das Recht auch eines Kriminellen, obwohl die Hinterbliebenen oder die Opfer eine Trauerbewältigung bräuchten, die brauchen auch eine, aber meistens stehen Kriminelle auch unter Schock, möchte man nicht wissen, ist aber so. Deswegen würde man die Kriminellen nicht noch auch therapieren oder mit ihnen sprechen, würden wir nicht auf dem Stand der Forensik sein und Kriminalität, Prävention betreiben, würden wir nicht diese Forschungsprojekte haben, diese Kriminellen, mit denen wir schreiben, um herauszufinden, wie so ein Gehirn funktioniert. Deswegen enthalte ich mich jetzt der Beleidigung, weil es für mich
so gesehen eigentlich ein Projekt ist, ein Forschungsprojekt, aber natürlich auch ein Mensch, weil und welcher Psychoanalytiker geworden und nicht Therapeut, wenn ich jetzt nur die Analysen sehe und nur tiefengreifende Tiefenpsychologie mache, ohne irgendwie dahinter zu steigen, was hinter dem Menschen ist. Also ich behandle Menschen wie Menschen, ganz einfach, nur kurz dazu, richtig, genau. Oder noch besser, Fallanalytiker. Einfach nur jemand, der da sitzt und die ganzen Fälle analysiert und guckt, wie kann man eine Prävention betreiben. Eine andere Freundin, die nur Kate genannt wird, behauptet, sie spreche etwa einmal pro Woche mit ihm. Es tut ihm wirklich leid, er ist wirklich reumütig. Ist halt immer relativ schwierig. Ich habe da etwas bei Reddit recherchiert, wie gesagt, und da hat einer etwas richtig, richtig Interessantes geschrieben. Als wir die Autopsie gemacht haben auf dem Kanal, ist uns gar nicht aufgefallen, dass Chris Watts ja eigentlich gesagt hat, dass Shannon rot unterlaufende Augen hatte, also blutunterlaufende Augen. Bei der Autopsie wurde das aber nicht festgestellt. Also das ist wirklich interessant, deswegen lese ich das jetzt mal vor. Manchmal frage ich mich, ob er einen psychotischen Zusammenbruch hatte und vielleicht viele Dinge halluziniert hat. Ist vielleicht weit hergeholt, aber der Teil mit den Dämonen ist sehr selten. Sehr seltsam und wahrscheinlich auch Quatsch. Auch wie er die Mädchen zweimal umbrachte. In einem Teil sagte er, dass er wusste, dass sie weg waren. Die blutigen Augen, die bei der Autopsie nicht zu sehen waren, die dramatische Mascara-Szene, die Lichter, von denen er im Buch sagte, dass sie sich von selbst einschalten, wie bei paranormalen Aktivitäten. Aber in einem anderen Interview sagte er, er schlief die ganze Nacht mit eingeschaltetem Licht, falls sie zurückkamen. Wie ich schon sagte, ist er nicht ganz richtig im Kopf. Interessant an dem Buch ist auch, wie er sagt, dass er nichts für sie empfand. Er war eine Hülle, keine Reue, keine Schuld. Emotionale Gefühllosigkeit ist auch ein Zeichen für eine Geisteskrankheit. Ich wünsche mir wirklich, dass ein Profi ihn mit guten, tiefgründigen Fragen interviewt. Diese religionsfanatische Oma ist auch ein bisschen wahnhaft. Ich habe Cadel auf Critical Case Kanal sagen hören, dass sie absolut an Dämonen und die dunkle Seite glaubt. Sie stichelte auch über die dunklen Dinge, in die Nicole und seine Freunde verwickelt waren. Und ihre Freunde verwickelt waren, wie von Chris Watts angedeutet, und meinte, dass sie nach dem 5. November, wenn ihr Exklusivvertrag mit der Daily Mail ausläuft, eine Menge Scheiße enthüllen wird, die sie nicht in das Buch geschrieben hat, darunter auch die dunklen Dinge von Nicole Kessinger und anderen. Ich weiß nicht von dem Buch. Wisst ihr irgendwas davon? Gibt es noch ein neues Buch? Ich weiß nur, dass sie Plagiatsvorwürfe hatte. Deswegen konnte ich das Buch auch einfach übersetzen ohne Probleme, weil die halt irgendwie alles geklaut hat. Naja, bis auf die Briefe wahrscheinlich. Diese Psychoanalyse haben wir ja schon gemacht von Chris Watts, ne? Es ist tatsächlich so, also kennt ihr Meltdown, wisst ihr, was das ist? Das ist halt einfach so ein Zusammenbruch. Das haben Leute im Autismus-Spektrum, aber es kennen auch ganz normale Menschen, dass es irgendwann zu viel wird, du sowas wie eine Art Nervenzusammenbruch hast. Schreien, beleidigen, ausflippen. Und das kann sich aber auch anders zeigen, indem man halt einfach jetzt nicht schreit und laut wird, sondern einfach anderweitig seine Gefühle freien Lauf lässt. Und meine Erklärung, ich denke jetzt nicht, dass es eine Geisteskrankheit ist bei ihm, warum er jetzt sich nicht daran erinnern kann, wie das genau abgelaufen ist, auch dass die Lichter sich eingeschaltet haben, blutunterlaufene Augen und so weiter, sondern dass es eher Schockstarre gewesen ist. Das ist ein Mysterium, was man oft in der Forensik erlebt, dass dann die Verbrecher, die wirklich was angestellt haben, und sei es jetzt 5 Leute umgebracht haben, die stehen unter Schock. Die können sich an viele Dinge nicht mehr erinnern. Das kann man jetzt auch ein bisschen parapsychologisch erklären. Und zwar ist es oft, also der Walter von Lukadu hat eine Geschichte erzählt, da war eine Mutter und die dachte, dass das Kind irgendwie Superkräfte hätte. Und das Kind saß einmal im Auto und das Auto hat sich bewegt nach vorne und ist dann unter einen LKW geschoben worden. Also vorne ist halt komplett kaputt gewesen. Und die haben gesagt, das war das Kind. Und er hat das gerne verglichen mit, wenn du einen Unfall hast, ne? In dem Moment passiert der Unfall. Und du hast schon diesen Schock, auch wenn es so ein Auffahrunfall gewesen ist. Du stehst irgendwie unter Schock, ne? Und wenn man dann versucht, das zu erklären, muss man echt nachdenken, was habe ich gerade gemacht und so weiter. Also ich finde es immer ziemlich faszinierend, wenn ich hier so Kriminalfolgen anschaue oder so Serien, dann heißt es dann, was haben sie eigentlich vor 3 Jahren gemacht? Am Freitag, an den 13. um 12 Uhr. Und die Leute wissen das noch. Und ich denke mir so, what? Ich weiß noch nicht mehr, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich habe echt ein Problem damit. Also wenn da irgendwas passiert, also, und genauso, wenn es dann heißt, so zum Beispiel,
Man hat dann bei ihr Handschuhe gefunden. Ja, ich färbe meine Haare selber. Ich habe ganz viele Handschuhe hier. Einweghandschuhe. Und ich habe auch noch mein ganzes Zeug vom Tattoo-Studio und vom Piercer-Tätowierer. Schon länger her, aber ich habe das ganze Zeug doch nicht weggeschmissen. Ich habe das natürlich noch hier. Also da könnte man mir auch einen Strick draus drehen. Also wenn man so überlegt und die Leute versuchen, eins und eins zusammenzuzählen, gerade in der Kriminologie, da wo es ja nur so um Beweise geht, dann wird es wirklich schwierig. Wenn du überlegst, wie ist der Unfall zustande gekommen, dann weißt du vieles nicht. Aber wenn du zwei Parteien hast, versucht man sich so ein bisschen so entgegenzukommen und dann, ah ja, jetzt wo du sagst, so ist das gewesen. Oder ja, stimmt, das und das ist passiert, ja, und das habe ich gehört. Und dann, ja, ach Mensch, ja, natürlich, so ist das gewesen. Das ist so, das Gehirn versucht so ein bisschen eine logische Erklärung für alles zu finden, für alles. Und wenn dann jemand sagt, zum Beispiel, das war vielleicht so, sagst du dann, stimmt, könnte so gewesen sein. Ach nee, das war wirklich so. Ja, zu 100% war das so. Obwohl das vielleicht gar nicht so gewesen ist. Und da haben wir das Problem in der Forensik, dass es meistens nur einen gibt. Also oft ist es so, es gibt nur einen, der erzählt. Und da ändert sich die Geschichte gerne. Man sagt dann auch über Chris Watts, der ist ein notorischer Lügner, würde ich auch gar nicht ausschließen. Kann tatsächlich sein. Ja, weiß ich jetzt so. Und ich habe die Person so noch nie gesehen. Aber das nur weil er seine Geschichte ändert, würde ich jetzt nicht sagen, dass er ein notorischer oder ein chronischer Lügner ist, ein pathologischer Lügner und Narzisst. Würde ich jetzt so gar nicht sagen, weil er auch erstens unterm Trauma, also er hat ein Trauma gehabt, so krass und so abgefahren es auch klingt, ja, auch Kriminelle haben Traumata. Und er hat einen Schock durch das, was er gemacht hat, hat er einen Schock erlitten und kann sich an die Sache nicht mehr erinnern. Und jetzt fehlt die zweite Partei, die ihm sagt, war das vielleicht so, 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 so? Deswegen kommt dann immer die Kriminologie und versucht dann alles nachzustellen. Es gibt ja auch ein Video, wie nachgestellt wurde, wie er über Shannon liegt. Das ist so, wo ich mir so denke, warum muss man das nachspielen mit einer Puppe? Das verstehe ich nicht. Deswegen ist für mich auch eher so die forensische Psychiatrie, also die Kriminalpsychologie macht für mich jetzt mehr Sinn als jetzt die Kriminologie, indem man jetzt so Beweismittel sucht, weil ich mir dann denke, dieses Nachspielen, keine Ahnung, kann man mir gerne erklären, das ist halt einfach, das machen sie halt, um zu schauen, ob das jetzt übereinstimmt mit dem, was Chris sagt oder ob jetzt irgendwas vergessen wurde. Oder ob da noch mehr im Spiel gewesen ist. Auf alle Fälle ist es halt schwierig, dann zu sagen, dass er ein notorischer Lügner ist, weil wenn wir im Schockzustand sind, wissen wir ja oft vieles gar nicht, weil dann einfach das Gehirn gar nicht funktioniert. Das ist so wie ein Schlag auf den Kopf. Das ist so wie ein, okay, die Zeit bleibt jetzt stehen, ich weiß es nicht mehr. Und das kommt dann nach und nach alles. Deswegen also so eine psychotherapeutische Rückführung oder auch eine hypnotische, es gibt ja auch die Hypnosetherapie, so eine Rückführung hilft da immer ganz gerne herauszufinden, was ist damals passiert. Der Fall ist abgeschlossen bei Chris Watts, da wird jetzt nicht mehr viel kommen, da wird jetzt wahrscheinlich auch kein Psychiater kommen und versuchen, da irgendwelche Sachen aus der Kindheit aufzuarbeiten bei ihm. Warum sollte man das auch machen? Er ist weggesperrt, ist jetzt eigentlich an sich so keine Gefahr mehr, ist nicht in Einzelhaft, denken ja viele, ist nicht so, er hat keine Einzelhaft und Chris Watts arbeitet auch. Also ist nicht so, dass er nur eine Stunde rausgehen kann, auf gar keinen Fall. Das war vielleicht mal so, ist jetzt aber nicht mehr so, er wird ganz normal behandelt, wollen viele nicht hören. Ist so und bitte nicht sauer auf mich sein. Ich habe das nicht beschlossen. Ich bin nicht der Richter gewesen, sondern es ist einfach so. Und so gesehen, so wie ich ihn einschätze, würde ich eher schon sagen, dass er das jetzt nur so gesagt hat, damit er nicht so eine krasse Strafe kriegt, damit das irgendwie auf Unzurechnungsfähigkeit so ein bisschen darauf bezogen wird. In Amerika ist es, glaube ich, so, dass wenn du psychisch labil bist, gerade bei solchen krassen Verhandlungen kannst du dann in die Psychiatrie gehen und dann wird das irgendwie aufgeschoben, ein Jahr oder zwei Jahre und dann hättest du ein bisschen Luft und Zeit, dir irgendwie zu überlegen, wie komme ich aus der Kacke raus? Ich verstehe das absolut, dass Leute sagen, der kann unglaublich jetzt irgendwie ein Asperger, unmöglich ein Asperger sein oder irgendwie einen hohen IQ haben, weil das, was er auch danach gemacht hat, ich persönlich sage auch gar nicht, dass er ein Asperger-Syndrom hat. Ich sage auch nicht. Ich sage einfach, dass er empathielos ist und kalt ist. Das heißt aber nicht nur, weil er empathielos ist oder kalt in dem Moment, dass er jetzt ein Soziopath ist. Also wenn ihr merkt es, wenn ein Soziopath vor euch steht und das.
Also ich stand vor einem Soziopath und das merkst du definitiv. Da brauchst du kein Therapeut sein, um das rauszufinden. Chris Watts ist keiner. Genauso wie man nicht sagen kann, dass er jetzt ein Autist ist. Dafür gibt es ja eigene Untersuchungen. Ich persönlich glaube auch nicht, dass ein Asperger Autist ist. Seine Aussagen, vor allem diese Idee, ich sag jetzt einfach, da waren jetzt Dämonen, das ist einfach nur dumm. Asperger sind nicht dumm. Nee, also ich persönlich denke auch, er hat Dämonen gesehen, weil er wünschte, es wäre so gewesen. Aber ich sage es nochmal, ich möchte niemanden untermauern. Also jede Meinung zählt, auch die spirituelle Meinung, auch wenn die Parapsychologie jetzt eher jetzt bezüglich Neurowissenschaft jetzt eher passt, wie funktioniert das Gehirn oder auch diese Physik im Körper, warum geht die Energie nach außen und zeigt sich in einem Spuk, hat genauso viel Stellenwert wie jemand, der sagt, meine Oma oder ich selber kann pendeln, kann in die Zukunft voraussehen, hab Visionen oder sehe Geister und spreche mit ihnen. Der Glaube besteht erst dadurch, dass man an etwas glaubt. Das zählt bei der Religion genauso. Also Jesus und Gott gibt es, weil es Menschen gibt, die daran glauben. Und genau dasselbe ist bei der Religion, dasselbe ist aber auch bei der Parapsychologie. Deswegen, ich persönlich denke nicht, dass Chris Watts Dämonen gesehen hat. Wenn es so gewesen ist, müsste man jetzt untersuchen, ist das jetzt eine Schizophrenie, Wahnvorstellungen oder war das einfach nur ein Meltdown? Da hat man sowas ja auch gerne, dass man einfach so einen Zusammenbruch hat und halluziniert. Das kann es sein. Es kann aber auch sein, dass sein Gehirn wie bei einem PC, blauer Bildschirm, war komplett aus wie ein Meltdown, halt so ein Nervenzusammenbruch und er wusste nicht mehr, was er macht. Und danach, wenn man nur eine Partei hat, die erzählt, wird es dann schwierig, wie ist es wirklich abgelaufen. Ich glaube, er weiß es selber gar nicht mehr. So, das war jetzt mein Video zu, ob er Dämonen gesehen hat. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, frage ich ihn. Mal gucken, ob er antwortet. Momentan antwortet er jetzt gerade nicht. Also ich warte schon seit 3 Wochen. Liegt aber daran, dass die Briefe oder die E-Mails, die man ihm schreibt, er schreibt Sachen per Hand, ich muss per E-Mail schreiben und auch zahlen dafür. Versuche ich abzusetzen, weil es ist ja kein Brieffreund jetzt so von mir. Es ist, irgendwie halten sie die Briefe zurück. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Ich habe ihn schon gefragt, aber er redet ja über niemanden schlecht. Deswegen, ich persönlich, also die Briefe, die man ihm schreibt, die werden kontrolliert. Und organisiert und auf alle Fälle warte ich schon seit ungefähr 3 Wochen auf die Antwort von ihm, weil das nicht freigegeben wird. Und ja, es steht jedem frei, ihm zu schreiben. Ich weiß nicht, wenn es einem glücklich macht, jetzt Kriminelle zu beleidigen. Also mir gibt das nichts. Also, ich bin aber auch allgemein niemand, der Leute beleidigt vulgär. Also wenn jemand zu mir sagt, du F oder du Sch, dann stehe ich da und denke mir so, okay, und jetzt? Was soll ich denn jetzt dran ändern? Ich bin jetzt eher jemand, der versucht, konstruktiv zu agieren, objektiv mit jemandem an dem Problem zu arbeiten und mich zu entschuldigen, wenn ich jemanden verletzt habe, weil so Beleidigungen bringen mir überhaupt auch gar keine Befriedigung. Aber ich weiß, dass es bei vielen Menschen genau andersrum ist. Also viele Menschen brauchen das, dass sie fremde Menschen anonym beleidigen im Internet, weil dann geht es ihnen einfach besser. Und das überspielt auch ein bisschen die Einsamkeit und die Hilflosigkeit, die diese Leute haben. Deswegen, wenn euch das was gibt, er hat so viel Scheiße gebaut, dass er wahrscheinlich davon ausgeht, dass er immer solche Briefe bekommen wird. Sagt mir, was ihr dazu denkt. Er hat gesagt, dass er Dämonen gesehen hat. Wie könnt ihr euch das erklären? Habt ihr auch schon Dämonen gesehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ob es nicht einfach nur eine Ausrede gewesen ist von ihm. Das, was ich denke, dass es eine Ausrede gewesen ist, um sich einfach der Verantwortung zu entziehen. Ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Auf bald. Es ist wie so ein Bild, das ich ersetzt. Da warst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt. Du und ich schon verschwommen, mir geht's nur um simple Recht. Doch ich hab genug gesehen, nimm Tuch und wisch es weg. C'est la vie, es ist wie so ein Bild, das ich ersetzt. Da warst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt. Du